Ja, hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Freunde. Es hat sich ein bisschen was getan jetzt in den letzten Tagen. Deswegen gab es jetzt so eine kleine Verzögerung wieder mal zwischen den Folgen, die jetzt rauskommen, beziehungsweise rausgekommen sind bisher. Okay. Was geht ab? Was ist das für ein Vieh? Oh Mann. Schöner Einstieg auf jeden Fall in die Folge. Ja, genau, und zwar ein neues Logo wurde erstellt aktuell. Also ist schon fertig im Prinzip, wenn ihr diese Folge seht. Und es werden noch neue Intros kommen. Beziehungsweise, also je nachdem, um welches Spiel es sich handelt. Zum Beispiel ein Intro für beispielsweise Shooter-Games, ein Intro für, weiß ich nicht, was Horrormäßiges und so weiter. Seid auf jeden Fall gespannt. Wobei das alles mit dem eigentlichen Let's Plays und so weiter natürlich nicht viel zu tun hat. Aber ich freue mich über sowas immer extrem. Ich weiß nicht warum. Es ist halt einfach wieder eine kleine Veränderung und ich glaube, Veränderungen sind gar nicht so schlecht. Und dann würde ich sagen, machen wir jetzt mal weiter hier. Grendel Glassworks, genau, wir wollten ja nämlich herausfinden, wo der Ort ist, wo unsere Dame mit dem Spiegel hin abgehauen ist. Wenn ich mich richtig erinnere. Alles klar. Und ich denke, in Zukunft wird auch wieder ein bisschen mehr über PC laufen. Einfach weil PC meiner Meinung nach nochmal ein bisschen bessere Qualität darstellt durch das Rendering und ich habe nicht mehr das Problem, dass ich dann jedes Mal per USB-Stick erstmal alles auf meinen USB-Stick schmeißen muss, von der PlayStation dann wieder auf den PC, dann muss ich das alles schneiden und so weiter. An der PlayStation ist das alles irgendwie, am PC ist das alles irgendwie so ein bisschen einfacher. Es geht halt schneller, also weniger Aufwand, bessere Qualität. Also irgendwie, ich weiß nicht. War eigentlich auch schon von Anfang an klar, aber aus irgendeinem Grund bin ich jetzt so der Ansicht oder der Überzeugung, dass ich das jetzt mal so machen muss. Also wir haben jetzt hier die Eel Street und das ist die Cornshaw Street. Genau, und hier in diesem Bereich müsste eigentlich Randall Glassworks sein. Vielleicht sind wir da auch schon vorbeigegangen, ich weiß es nicht. Das sieht nicht danach aus. Es gab auch immer noch kein neues Update in diesem Game, ne? Das ist unglaublich. Ist auch nix. Ja, hier ist im Prinzip schon wieder ein Boot, ne? So. Wir gehen jetzt einfach mal nochmal in die andere Richtung. Jetzt habe ich so viel gequatscht, dass ich gar nicht geguckt habe, ob es irgendwo einen Laden gibt, der so heißt. Das ist natürlich blöd. Skipper Road. Glassworks heißt die Firma. Randall Glassworks. Könnte es das nicht sein? Eventuell? Es ist es. Und wir haben direkt wieder Viecher vor uns. Ey, jetzt dodgen die auch noch die Viecher. Müssen wir gerade nachladen. Den hätte ich eigentlich gar nicht abschießen brauchen. Stirb! Geh kaputt! Danke! So. Ich weiß zwar nicht, wie wir es geschafft haben, den jetzt mit einem Roundhouse-Schlag zu töten. Das sah eigentlich so aus, als hätten wir den gar nicht getroffen. Ah, die Steuerung ist aber auch so ätzend, also das Kampfsystem, die Kampfsteuerung ist so klumpig irgendwie. Aber ansonsten. Auf diesem Tisch wurden wohl die Rahmen gefertigt. Ansonsten alles gut. Auf diesem Tisch wurden Munitionskaliber. wohl die Rahmen gefertigt. Aber sehr schön auf jeden Fall, dass wir Randall Glassworks direkt mehr oder weniger am Anfang gefunden haben. Das gefällt mir schon mal. Zerbrochen. Vor allen Dingen Randall Glassworks und die ganzen Spiegel, die hier stehen, schreit schon nach einem Unternehmen, das sich natürlich dann um die Herstellung von Spiegel mit der Wortgulasch hier, mit der Herstellung von Spiegeln beschäftigt, wollte ich natürlich sagen. Ansonsten war hier unten sonst noch irgendwas? Ich bin ja immer dafür, dass wir erst in den Keller gehen, weil der Keller ist irgendwie immer gruseliger. Dann haben wir das Gruselige schon hinter uns. Uah.
irgendein Mittel zur Oberflächenbehandlung. Vermutlich werden damit Glasscheiben in Spiegel verwandelt. Das ist eigentlich auch ein gar nicht so uninteressantes Verfahren, ne? Mal überhaupt herauszufinden, wie das alles funktioniert, ne? Da ist ein Schloss, das wir aufschießen können eventuell, und eine Tür. Ich habe aber irgendwie das Gefühl, hier wimmelt es von irgendwelchen Viechern. Wenn wir mal ganz kurz ins Inventar gehen. Und ich mache hiervon nochmal ein bisschen Munition. So. Sechs, sechs. Okay, alles klar. Achso, wir sind hier noch gar nicht unter Wasser. Achso, ich habe... Die Oberfläche sah mega so aus, als würden wir hier ins Wasser steigen, mehr oder weniger. Aber brauchen wir Munition? Müssen wir die verschwenden oder können wir auch den hier machen? Aha. Freunde, ihr wisst, ihr merkt, immer erstmal ausprobieren. Au. Man sieht den gar nicht. Es geht ab. Geräusch, das die Viecher aber auch machen, ne? Das hört sich so bescheuert an. Warum auch immer der so ein bisschen unsichtbar war. Ey, wir müssen auf jeden Fall demnächst mal Leben skillen. Ich merke, so langsam zieht der Schwierigkeitsgrad hier auch an. Mit den Nebenquests. Die Tür gibt nicht nach. Okay. Was auch immer da drin ist. Ich brauche mich gar nicht mehr umdrehen. Mittlerweile weiß man ja auch... Sorry, das wollte ich nicht. Mittlerweile weiß man ja auch, dass das... das schleimige Geräusch ist beim Verschwinden der Monster. Gibt es eigentlich irgendwelche Namen für diese Viecher? Eigentlich nicht, ne? Vor allen Dingen, wozu haben wir das jetzt alles hier gemacht? Um hier reinzukommen später wahrscheinlich. Wir müssen einen Schlüssel finden. Merken wir uns, Schlüssel finden. Für die Tür im Keller. War hier noch was? Das hat gerade so geblinkt. Ja. Eine coole Maschine auf jeden Fall. Relativ altes Motorrad. Ich hoffe, da oben wimmelt es jetzt nicht auch wieder von irgendwelchen Tieren. Die Tür gibt nicht nach. Ein menschliches Gesicht. Warten Sie, ich schließe die Tür auf. Hä? Ach, hier sind Menschen drin. Ich nehme an, Sie sind der Grund dafür, dass das Monster im Keller nun Ruhe geht. Ey, ich weiß gar nicht, wie ich Ihnen danken soll, Mister. Zunächst einmal könnten Sie mir sagen, ob Sie hier irgendwo eine betagte Lady mit einem Spiegel gesehen haben. Die alte Bethany? Sicher. Sie hat sich unten in unserem Lager eingeschlossen, als die Monster angegriffen haben. Ich habe einen Ersatzschlüssel. Bitte, holen Sie sie da raus. Und nehmen Sie ruhig so viele Vorräte mit, wie Sie brauchen. Sie haben uns das Leben gerettet. Ach, das war eine Kleinigkeit. Danke. Sehr geil. Also das gefällt mir auf jeden Fall. Vor allen Dingen, ihr müsst euch jetzt auch einfach mal überlegen, von der Mechanik her wieder, was wäre, wenn wir jetzt zuerst hochgegangen wären und dann erst in den Keller? Dann hätten die ja zum Beispiel gesagt, ja, da unten ist das und das, bla bla bla, ihr müsst sie befreien, das ist ein Monster und so weiter. Aber die haben beide Möglichkeiten in Betracht gezogen beim Entwickeln des Spiels, worauf ich jetzt hinaus will, dass entweder man direkt in den Keller geht oder dass man erst hochgeht. Und das finde ich cool gemacht, dass sie an sowas denken. Das zeigt auf jeden Fall auch so ein bisschen, dass sie diese Gameplay-Mechanik von Open-World-Rollenspielen so mehr oder weniger mit einbeziehen. Was haben wir hier? Uiuiui, der sieht aus so ein bisschen wie Gaunter Odim von Witcher. Er hat auch eine Glatze, hat auch einen Schädel in der Hand und auch so komische Handschuhe. Ist das ein Easter Egg? Digga, das ist doch ein Easter Egg. Das muss ein Easter Egg sein. Der Spiegelmeister, vor allen Dingen im Hintergrund. Leute, das muss zu 1000% ein Easter Egg sein vom Spiegelmeister. Oder, was meint ihr? Falls ihr überhaupt Witcher überhaupt schon mal gespielt habt, weiß ich natürlich nicht. Falls nicht, solltet ihr das definitiv nachholen. Das ist ein sehr geiles Game. Eine sehr geile Game-Reihe. Kommt auch eine Serie noch dazu. Blicken alle Spiegelbauer so zwielichtig drein. Auch mit dem Totenschädel in der Hand. Zu 1000% ist das der Spiegelmeister. Sorry, dass ich gerade darauf so abgehe, aber das finde ich eine geile Analogie hier. Wer hätte gedacht, dass in Spiegeln so viel Planungsarbeit steckt?
Wobei eigentlich ist es keine Analogie, sondern es ist halt einfach ein Easter Egg, ne? Ist schon. Ah, eine gute Arbeit. Aber sieht so aus, als wäre das Geschäft aufgegeben worden. Ein Jammer. Ja, was ist mit dir hier? Ja, konnte man hier sicher ganz gut leben. Okay. Sie verstecken sich. Sie verstecken sich unter Wasser. In Tümpeln, in Pfützen. Man kann nicht vorsichtig genug sein. Okay, das hatten wir jetzt auch schon gesehen, ne? Das war ja der Spiegelmeister. Genau. Locker ist das eine Anspielung darauf. Ich finde das echt nice. Das gefällt mir. So, das heißt, wir haben den Schlüssel zum Keller jetzt quasi einfach so geschenkt bekommen. Das ist ja schon mal nice. Monster unten ist auch tot. Das heißt, wir können jetzt diese Bethany zum Reden bringen. Hatten wir uns das schon angesehen? Ja, ne? Ja, das hatten wir uns schon angesehen. Das war die Flüssigkeit, mit der die Spiegel eventuell hergestellt werden. Schauen wir mal. Das war ja gar nicht die Tür. Das ist die Tür. Zack. Kann mir mal einer gerade erklären, wo diese Bethany sein soll? Hinter der Tür ist sie jedenfalls nicht. Tür geht zu. Okay. Ja. Bei diesen ganzen Wandmalereien habe ich auch schon das Gefühl, dass wir hier eigentlich nichts zu suchen haben und direkt wieder rausgehen sollten. Randalls Tagebuch. Ich hätte nicht gedacht, dass mich diese Stadt überraschen könnte, und doch hat sie es, dank Francis Throckmorton, getan. Seinem Lieblingserben den Weg zu ebnen, indem er den anderen Erben aus dem Weg räumt. Er glaubt doch tatsächlich, dass er seinem Sohn einen Gefallen damit getan hat, ihn auf die Spiegelwege zu schicken. Schließlich hätte er ihn auch umbringen können. Was mich betrifft, ich war einfach nur froh, dass ich mein Wissen teilen konnte. Sollte Francis irgendwann vorhaben, seinen Sohn zurückzuholen, findet er für ihn hoffentlich einen geeigneten Körper. Ich habe genug von dieser Stadt. Es wird Zeit, in wärmere Gefilde zu ziehen. Was ich mich jetzt frage, ist natürlich, das ist ja Randalls Tagebuch. Ist er der Spiegelmeister? Beziehungsweise der Spiegelhersteller? Bevor wir das aktivieren. Das ist aber nicht der Spiegel, den die mitgenommen hat, ne? Das sieht irgendwie nach einem anderen Spiegel aus. Da sind auch noch so Runen drin, wenn man das so richtig sieht. Mit so Flammenzacken obendrauf. Und ganz komischen Muster. Ah ne, der ist gesprungen. Hintern. Ach, das ist die Wand. Ah, okay, da ist noch die Wand mit dran. Die Kisten sind wahrscheinlich wieder irgendwie so. Durchsuchungsbefehl. Erlaubnis, die Räumlichkeiten der Glasfabrik Randall Glassworks im Bezirk Salvation Harbor zu betreten, um erstens wiederholten Beschwerden wegen verdächtigen nächtlichen Treibens nachzugehen und zweitens den verdächtigen Gaunter Randall zu verhören. Gaunter Randall, Leute. Alter, also mehr Anspielung geht ja schon gar nicht. Gaunter Odim ist natürlich der Spiegelmeister aus The Witcher 3 und der hier heißt Gaunter Randall. Ich find's einfach nur klasse. Geil. Und das ist einfach so ein Easter Egg in einer Nebenquest, Mann. Das ist nice. Also das gefällt mir wirklich ziemlich gut. Da hat sich jemand mit Vorräten eingedeckt. Die Frage ist nur, ob die sich nicht wieder irgendwo in irgendeiner Wand versteckt hier, wie die das immer alle machen. Boah, das ist so cool. Oh, das gefällt mir richtig, Mann. Sorry, dass ich gerade so ein bisschen Fanboy. Okay, da ist so ein Muster. Ich will erstmal gucken, ob es hier noch irgendwas gibt. Da hat sich jemand mit Vorräten eingedeckt. Da gibt's noch was, aber wir gehen erstmal hier hin. Okay, wir wurden erhangen. Alles klar. Alles klar. Unser Verstand rastet wieder komplett aus. Okay. Bro, alles okay? Jetzt sag mir nicht, das ist hier wieder dieses Necronomicon. Ja, ja, Cthulhu vertagen. Oder wie heißt es da immer, ne? Wenn die den beschwören wollen. Ein ganz schön dicker Wälzer. Da könnte ein ganzes Lebenswerk drin stecken. Spiegelwege. Aber dieses Buch können wir nicht lesen, oder?
Bei den Spiegelwegen handelt es sich um kalte, fremdartige und feindselige Umgebungen, die die Welt verzerren, die in ihnen gespiegelt wird. Geist und Seele können die Spiegelwege nur körperlos beschreiten, und wer auf ihnen feststeckt, erlebt sie als qualvolle Gefängnisse, aus denen es kein Entrinnen gibt. Will man die gefangene Seele befreien, benötigt man für sie einen geeigneten Körper. Doch es ist Vorsicht geboten. Sobald die Seele befreit wurde, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass das Gefängnis zerstört wird. Okay, Randalls Tagebuch hatten wir schon gelesen. Durchsuchungsbefehl. Gaunter Randall zu verhören. Das heißt, wir haben ja im Prinzip auch die Möglichkeit, nach diesem Gaunter Randall zu suchen, ne? Durchsuchungsbefehl muss ja auch irgendwas mit Polizei... Ich glaube, da müssen wir bei der Polizei wieder recherchieren, tatsächlich. Müssen wir mal schauen dann. So, und jetzt würde ich sagen, schauen wir mal, was hier passiert ist. Sein Haus! Randalls Haus! Halte durch, Hammond! Wir haben es fast geschafft! Okay. Unser Kollege wird wieder wahnsinnig. Ich will hier gar nicht raus, ne? Nachher lauert da wieder irgendwas. In der Glasfabrik befindet sich ein großer Spiegel, der als eine Art Portal fungiert. Er ist zersprungen, aber wenigstens weiß ich jetzt, wohin sich Bethany aufgemacht hat. Zum Haus des Spiegelfabrikanten. Dabei hat sie mit einem Hammond geredet, der ja dann eventuell der Sohn ist, ne? Okay, ich glaube, hier ist tatsächlich nichts mehr. Warte mal. Ah, ne, okay. Alles klar, das bedeutet für uns... Haben wir das nicht schon gelootet? Scheinbar nicht. Alles klar. Okay, das auch nicht. Oder hat sich das resettet? Das kann natürlich auch sein, ne? Da war nix. Achso, kann man nochmal ganz kurz mit den Leuten oben reden und die irgendwie was fragen noch? Falls nicht, werden wir auf jeden Fall mal gucken, wie es weitergeht gleich. Nee. Sie verstecken sich. Sie verstecken sich unter Wand. Kann man tatsächlich nicht, okay. Gaunter Randall, Mann. Nice. Dann werden wir den Spiegelmeister mal suchen. Vielleicht haben die sogar das Lied von dem noch mit einbezogen in dieses Spiel. Dieses Erscheinungslied von dem immer. Das ist immer cool. Oh, entschuldigen Sie. Das war keine Absicht. Okay, alles klar. Jetzt müssen wir Folgendes tun. Das können wir löschen. Das wissen wir jetzt mittlerweile, wie das geht. Endlich. Was ist das denn hier? Fischmarkt. Ach cool, es gibt einen Fischmarkt, Leute. Da waren wir noch gar nicht. Das können wir auch mal ausprobieren demnächst. Devil's Reef Hotel. Ey, lass mich los. Was ist das andere denn? Hotel, ah, okay. Oakmont Chronicle, Polizeiwache von Oakmont. Durchsuchungsbefehl der Polizei. Achso, Moment. Anheften. So. Der Ort ist bekannt, der Name der Person ist im Prinzip bekannt. Und das Jahr ist im Prinzip auch bekannt. Aber das Haus von Randall, gibt's da nicht noch irgendwie was? Des Spiegelfabrikanten, okay. Wie kann man denn jetzt am besten gehen, um da hinzukommen? Das ist ja mega weit weg schon wieder, ne? Warte mal, ist das nicht hier so schnellreisemäßig? Salvation Harbor West? Dann können wir uns direkt zur Polizeiwache teleportieren. Wir versuchen das mal. Ey, wenn das geht, das wäre richtig nice. Dann können wir uns diese ganzen Wege endlich mal sparen. Ich habe natürlich nichts gegen so Wege, ne? Das will ich damit gar nicht sagen oder andeuten. Gerade bei einem Open-World-Spiel nicht. Sofern das Spiel dann halt tatsächlich auch irgendwie mit Leben und mit Aktivitäten gefüllt ist. Aber hier ist es ja im Prinzip immer von A nach B laufen, ohne dass zwischenzeitlich irgendwas passiert, es sei denn, man geht durch so eine verdorbene, befallene Zone. Und deswegen ist das Ganze nicht so spektakulär, immer wieder da lang zu laufen. Da ist die Telefonzelle schon. Und wir möchten jetzt zu folgendem Ort. Coverside West.
Nice, es funktioniert tatsächlich. Aus unbekannten Gründen ist die Stadt Oakmont auf den meisten Karten nicht verzeichnet. Wegen der Flut wahrscheinlich, stand da, ja. Wissen ist Macht, sammle Erfahrungspunkte im EP, um Wissenspunkte zu erhalten, die du dann im Fähigkeitenbildschirm in der... Wissen wir auch noch. Genau, wir müssen Professor Harry Doe finden. Das ist aktuell die Hauptquest. Die haben wir auch noch nicht weitergemacht. Ich find's aber auch krass, wie viel Zeit man sich mit diesem Game hier lassen kann, irgendwie. Es macht irgendwie immer wieder Spaß, zurückzukehren. Auch wenn man mal so ein paar Tage Pause hat, ist es einfach so cool, so mit diesem Düsteren und diesen ganzen Geschichten. Ich liebe... Das ist so, es gibt ja Menschen, die spielen zum Beispiel Games einfach so wegen der Action und einfach so Hauptsache alles explodiert und so Diablo 3-mäßig zum Beispiel. Bin ich auch ein Fan von, aber was mich viel mehr triggert und was ich viel geiler finde und anfixt, um zum Beispiel irgendwelche Games zu zocken, ist einfach, wenn es eine richtig geile Geschichte hat. Verschwenden Sie nicht meine Zeit, Neuankömmling. Okay, der ist immer noch so... Der ist noch unfreundlich. Die Zelle wollen wir natürlich nicht. Ah, hier war das. Ja, schauen wir mal, ob wir das jetzt hier hinbekommen. Ein Durchsuchungsbefehl muss ja wohl von der Polizei kommen, oder? Beschwerden wegen verdächtigen nächtlichen Herumtreiben. Okay, das heißt Beschwerden. Boom. Personengruppe, Polizeibeamte, nein. Opfer, nein. Verdächtige, ja, theoretisch. Zeugen, weiß ich nicht. Gucken wir mal bei Hinweise. Moment, hier steht doch den verdächtigen Gaunter. So, dann haben wir die Personengruppe auch schon. Wenn wir jetzt noch sagen, Salvation Harbor, müsste es doch eigentlich reichen, oder? Yes, Mann! Wir sind verdammte Profis! Nice! Haus des Spiegelfabrikanten. Sehr geil, Mann. Name Gaunter Randall. Ich hätte fast Odim gesagt. Pseudonym Davis Miles. Spiegelfabrikant. Geschlecht männlich, Alter unbekannt. Wohnort hat die Stadt verlassen. Letzter bekannter Wohnort, Oakmont, Massachusetts, Old Grove North, an der Ecke Windhoff Avenue und Goldbridge Road. Verdacht auf Störung der öffentlichen Ordnung, Ungehorsam gegenüber der Staatsgewalt, Fälschungsdelikte. Wundervoll, Freunde. Genau so muss das laufen. Wir wissen sofort, wir müssen zur Polizeistation, gehen dahin, zack, bob, alles funktioniert genau so, wie wir das haben Verschwenden wollen. Verschwenden Sie nicht meine Zeit, Ja. Während du da an deinem Schreibtisch chillst, machen wir einen Fall nach dem anderen. Easy peasy, bro. Gedankenspiele gibt es erstmal keine, die sind wahrscheinlich nur für die Hauptquest. Ey, lass mal ganz kurz schauen. Oakmont, Old Grove Nord, also Old Grove Nord, an der Ecke Windhoff und Goldbridge. Wo war denn Old Grove? Da oben. An der Ecke Windhoff und Goldbridge. So, das muss hier sein. Jawohl. Und jetzt können wir theoretisch den Fall auch noch hier anheften. Zack. Und dann würde ich sagen, machen wir uns direkt mal auf den Weg dahin. Wir könnten theoretisch auch per Schnellreise schon wieder dahin. Lass uns das einfach mal machen, würde ich sagen. So kann man mal ein bisschen mehr abdecken. Während wir hier unterwegs sind in der Folge. Dann seht ihr auch einfach schon mehr pro Folge, finde ich. Das ist dann halt einfach schon mal ein bisschen mehr wert. Natürlich haben wir jetzt einmal wieder diesen Ladescreen zwischendurch, aber ich glaube, das ist verkraftbar, oder? Dafür kriegt ihr jetzt mehr pro Folge zu sehen. Und wenn die Wege nicht mega weit sind, können wir natürlich auch ab und zu mal zu Fuß gehen, das ist überhaupt kein Thema. Ich finde auch dieses Concept Art so im Hintergrund, finde ich richtig nice. Schade auf der einen Seite, achso, ich kann schon längst weitermachen, sorry. Schade auf der einen Seite, dass sich das nicht ab und zu wechselt. Außer ich habe es jetzt gar nicht gemerkt irgendwie. Genau, hier müssen wir dann gleich links. Ich habe aber auch irgendwie das Gefühl, das Spiel läuft so ein bisschen flüssiger von der Kamerabewegung her. Okay, ab und zu haben wir noch ein bisschen Ruckler so drin, aber... Okay, alles klar. Der Polizist läuft wie so eine Kante herum.
Der hat einen Gehstock am Start. Vor allem auch so krass mit den Bäumen. Die sehen auch immer alle so gruselig aus, weil die halt alle einfach keine Blätter haben. So, wir sind jetzt an der Ecke. Nee. Lass uns mal schauen. Windtuff Gold Bridge. So. Dann schauen wir mal. Also, wir haben die Möglichkeit. Pro Ecke gibt es zwei Häuser im Prinzip, ne? Oder wie ist das? Hier hat gerade ein Ladebalken aufgeploppt. Das ist das Haus nicht. Das könnte es theoretisch sein. Da könnte man wieder reingehen. Scheint es aber nicht zu sein. Und ich glaube, hier waren wir auch schon mal. Das Ding ist nämlich, wenn wir ein neues Haus entdecken, dann kriegen wir das ja auch meistens angezeigt. Aber dass hier immer noch die Charaktere aufploppen, finde ich immer noch nervig. Warum? Bros, ihr hattet so viel Zeit, dieses Spiel fertig zu machen. Hä? Ich hab irgendwas Unsichtbares gelaufen gerade. Das wird sein. Das wird sein. Ich wette mit euch. Loading Screen. Düstere Atmosphäre. Haus des Spiegelfabrikanten. Ich höre auch schon wieder Monster. Ist klar. Nehmen wir erstmal die Pistole, wenn es kleinere Viecher sind. Hört sich nach etwas Größerem aber an, tatsächlich. Ich glaube, das Vieh ist tatsächlich oben. Oder läuft hier unsichtbar rum? Die liegen hier schon eine ganze Weile. Okay. Aha. Au. Blödes Kackvieh. Kriegen wir wieder Schaden hier. Wegen nix. Zack. Gut. Was haben wir hier? Ein begehrter Junggeselle, Francis Throckmorton, der in Oakmont beliebte Gelehrte und Abenteurer ist, ist wieder Junggeselle. Am Dienstag fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit die Anhörung vor dem Scheidungsgericht statt. Direkt nach Verkündung des Urteilsspruchs drang das Ergebnis nach außen. Der sich verschlechternde Geisteszustand von Bethany Throckmorton war als Grund ausreichend, um die Ehe des Paares aufzulösen. Es wird Zeit, dass all das Leid hinter uns zu lassen, sagte Francis Throckmorton beim Verlassen des Gerichtssaals. Der Tod unseres Sohnes Hammond ist eine Tragödie, aber bei solch einem Schicksalsschlag muss man stark bleiben. Leider gelang dies Bethany nicht. Ja, denn sie glaubt ja nach wie vor, ihr Sohn würde im Spiegel leben. Ich höre schon wieder irgendwie. Achso, nee, das war wieder das. Ja. Und ob der Junge tatsächlich im Spiegel lebt oder nicht, erfahren wir dann in einer neuen Folge.